Hallo und herzlich willkommen hier retour bei unserer Reise hier Robert zu finden. Und Robert, wir müssen das ist Schluss jetzt machen. Wir sind die zu lange in Aufgabe, Kanada. vor der wir stehen. Du bist verrückt. Herauszugehen wäre Selbstmord. Puh, das sind echt viele Leute. Ich gehe hier lang. Auswärmen. Oh, Mist! Und so darf man natürlich nicht reingehen. Ja, tja. Genauso sieht man, dass es Überlebende ein Schwierigkeitsgrad doch ist, der etwas schwieriger ist. Verdammt, Herr Robert. Wir sollten uns lieber was liefern. Und selbst wenn, was dann? Wir sind ja alle. Wir wollten sehen, dass wir hier sind. Ich hab was gehört! Ja, Mann, was zur Hölle war das? Sofort loslassen! Hey, Mann! Schnell, 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 schnell. Zum Glück haben wir ein Medikit bekommen. Hier würde natürlich das Lauschen schon sehr, sehr helfen. Nichts mehr zum Verarzten, aber 8 Schüsse. Ist die Frage, ob es hier noch irgendwo Medikits gibt. Die wären schon sehr, sehr hilfreich hier. Robert ist bestimmt da drin. Gehen wir.
Robert. Es gibt verdammt nochmal nichts zu reden. Nimm die Knarre runter. Oh. Haut endlich ab. Haut ab. Robert! Leg mich aus. Hier lang. Joel, hier lang! Hallo, Robert. Chris. Joel. Ihr nehmt's mir nicht übel, oder? Warum auch? Okay. Scheiße, verdammt! Hab dich vermisst? Hört zu, was ihr immer hier gehört habt, das stimmt nicht, okay? Ich will damit nur die sagen... Die Waffen. Willst du uns sagen, wo sie sind? Ja, klar, aber es ist kompliziert. Okay, hört zu, lasst mich einfach ausreden, okay? Fuck! Stopp, stopp, stopp! Hör auf zu jammern. Was wolltest du sagen? Ich hab sie verkauft. Wie bitte? Ich hatte keine Wahl, ich hatte Schulden bei jemandem. Und zwar bei uns. Ich würde sagen, du hast dich verzockt. Ich brauche einfach nur mehr Zeit. Gib mir eine Woche. Das hätte ich vielleicht, wenn du nicht versucht hättest, mich umzubringen. Komm schon, so wer war das hat doch gar die nicht. Waffen? Ich kann nicht. Gib mir ein paar Tage und. Verdammt! Wer hat unsere Waffen? Die Fireflies. Sie sind bei den Fireflies. Was? Hör zu. Sie sind alle so gut wie tot. Wir können doch einfach hingehen und sie zusammen erledigen, ne? Wir holen die Waffen. Und was meint ihr? Komm schon. Scheiß auf die Fireflies. Schnappen wir sie uns. Das ist eine Scheißidee. Wahnsinn. Und was jetzt? Wir holen uns unsere Ware zurück. Wie? Keine Ahnung. Wir erklären es ihnen. Na dann, suchen wir die Fireflies. Da müsst ihr nicht lange suchen. Bitte sehr. Queen Firefly. Was wollt ihr hier? Geschäfte. Das sieht schlimm aus. Wo ist Robert? Ich wollte ihn lebend. Die Waffen, die er euch gegeben hat, das waren leider nicht seine. Ich will sie zurück. So läuft das nicht, Tess. Und ob es so läuft? Ich habe sie bezahlt. Du willst sie zurück? Dann musst du sie dir verdienen. Wie viele Karten willst du dafür haben? Lebensmittelkarten sind mir egal. Ich muss etwas aus der Stadt schmuggeln. Ihr macht das? Und ihr bekommt die Waffen und mehr. Hast du sie denn überhaupt? Es heißt, das Militär hätte euch fast ausgelöscht. Ja, das stimmt. Ich zeig euch die Waffen. Ich muss hier weg. Was sagt ihr? Ich will die Waffen sehen. Hier haben wir noch etwas Interessantes gehabt. Aber jetzt schaut es auch schon ziemlich leer aus. Von dem her. Gehen wir mal mit der guten Marlene mit. Der Queen-Chefin von den Fireflies.
deine Leute? Der Rest von ihnen. Was glaubst du, warum ich euch fragen muss? Hier lang. Warum jetzt? Rein. Wir wollten die Stadt verlassen, aber sie brauchen Schuldige. Wir wollten uns produzieren. Joel, hilf mir doch mal. Aber gern doch. Hey, hältst du das noch durch? Es geht. Schönen Aussichten. Es ist zwar nicht deine Art, aber wir könnten um sie herumschleichen. Mal sehen, wie es läuft. Lasst uns gehen. Also, ich finde herumschleichen sicher besser, denn wenn man meine Lebenspunkte mal ansieht, dann würde ich fast sagen, es ist besser, wenn wir rummaßen mal dumm gehen. Joels Gesundheit zuliebe. Ich nehme den hier. Vielleicht nicht einmal den anderen. Gut gemacht. Okay, vorsichtig. So viele heute. Hier steht einer. Hier steht einer. Ich habe ein Medikit. Ich nehme es mal zur Vorsicht. Man weiß ja nie. Und hol mir mal diesen Burschen. Haben jetzt gerade Leute hier erschossen? Oh nein. Wir könnten ihn abschießen, aber... Nein, das machen wir nicht. Damit wir hier rüberkommen, werde ich mal ablenken. Hopp! Hey Mann, hast du was gehört? Geh mir mal nach. Deckung! Du bist erledigt! Hey Mann, wir können das doch regeln, oder? Wow, die Mädels sind richtig stark.
ist Warren. Hohenfried. Wir sollten los, Marlene. Es kommen bestimmt noch mehr Soldaten. Ja, stimmt. Dann los. Jetzt sind wir gleich da. Also war es gut, das Medikit genommen zu haben. Los, geh da rein. Wohin gehen wir, Marlene? Hier kann man nicht draufklettern, okay. Vielleicht in dieser Kiste was Interessantes. Hältst Nein. Du durch? Ich bin ganz schön fertig, aber es geht schon. Wir sind jetzt auch gleich da. Achtung, die Sperrstunde tritt jetzt in Kraft. Mist. Wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Was sollen wir schmuggeln? Ich zeig's euch. Ist hier hinten was Interessantes? Außer einem Waschbecken? Nein. Hier könnten wir wahrscheinlich die Hände waschen, aber da wird wahrscheinlich kein sauberes Wasser mehr runterrinnen. Bin gespannt, was wir hier schmuggeln sollen. Ich nehme mal an, es wird Ellie sein, unsere zweite Protagonistin. Aber ein Kind zu schmuggeln, ist das nicht ein bisschen makaber? Joel, hilf mir mal eben. Sehen wir mal nach. Wow, wow, wow. Vorsichtig. Steh auf. Lass die Scheißfinger von hier. Hör auf damit. Musst du jetzt schon Kinder rekrutieren? Sie gehört nicht zu den Fireflies. Oh Mist. Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns. Aber ich kann nicht mitkommen. Aber dann bleibe ich. Ellie, das ist unsere einzige Chance. Hey, wir schmuggeln Sie? Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg. Ihr werdet es schaffen. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele wie Robert hat. Wo du es gerade sagst, wo sind sie? In unserem Lager. Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen habe. Du kommst mit mir mit. Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaube, das ist keine gute Idee. Bei ihm. Woher kennst du sie? Ich kannte seinen Bruder Tommy. Er sagte, wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe? Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Hör zu, bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort auf mich. Das darf doch nicht wahr sein. Sie ist bloß Ware, Joel. Mann. Keine Diskussion. Alles wird okay. Jetzt geh mit ihm. Halt dich ran. Und du, komm her. Gehen wir. Ja, und so beginnt auch dann unsere Reise mit der kleinen Ellie hier, mit dem kleinen roten Shirt. Klappt hier ihr Messer aus und ein und hat schon versucht, Joel hier einmal eines reinzustechen. Es wird richtig, richtig cool werden. Leute, danke mal. Wir machen eine kurze Pause. Weiter geht's in der nächsten Folge. Und ab jetzt reisen wir gemeinsam mit Ellie und Joel. Gemeinsam. Wir müssen sie erstmal schmuggeln und ich bin jetzt echt gespannt, wie es weitergeht. Also Leute, bleibt dran. Wir sehen uns beim nächsten Mal.
und ciao, ciao.